Glück auf, hallo und herzlich willkommen. Der Johannes hatte mich darum gebeten, ob ich nicht mal ein Video machen könnte über die verschiedenen Schiede, die ich benutzt habe, im Einsatz habe und wie meine Erfahrungen damit sind. Und dem Wunsch mag ich gerne nachkommen, also heute geht es um Schiede. Mit dem angepassten Brutraum bin ich erst zu dem Thema Schieden überhaupt gekommen. Und so habe ich mir als erstes Schiede gebaut aus Styrodur. Klappt für den Anfang, aber irgendwann fressen die Bienen dann einem das Schied weg. Vorteil daran ist, die Bienen zeigen dir an, wenn sie Platz brauchen, wenn sie das Schied anfangen wegzunagen. Nachteil daran ist ja, hält vielleicht eine Saison mit Glück. Dann habe ich Schiede gebaut, habe ich ein Rähmchen genommen, habe eine Styrodurplatte eingefasst und habe das Ganze dann mit einer Styropor-Alukaschierten Folie wieder überzogen und dann hier überall mit Alufolie zugeklebt, dass die Bienen nicht da reingehen konnten. Nachteil bei mir ist, ich habe gerade mal Platz für 8 Rähmchen und würde ich jetzt diese Sheet benutzen, dann hätte ich nur noch Platz für 7 Rähmchen im Brutraum und zum Winter hin dann auch, weil ich habe ganzjährig Futtertasche und ein Sheet drin. Alternative Möglichkeit, was ich jetzt momentan aber nicht zur Ansicht da habe, sondern nur als Rohling, MDF-Platten. Zugeschnittene MDF-Platten auf Maß im Baumarkt. Die werden dann einfach an eine Leiste von 10x10 mm genagelt und dann auch so eingehängt. Eignet sich wunderbar zum Einengen, zum ganz normalen Schieden, ist aber jetzt nicht ein Thermoschied. Und zu guter Letzt, was ich dann jetzt noch habe, ist so eine Kombinationslösung. Ich habe ein Sheet hier, das ist 1 cm dick. Das sind eigentlich Platten, die zwischen einen Ofen und einen Kühlschrank kommen, dass die Wärme sich nicht übertragen kann. Oder die Kälte dann auch. Auf Maß geschnitten wiederum, das gleiche Maß hier wie die MDF-Platte. Dann auch wieder an die 10x10 Leiste geschraubt und auch dann wieder mit Alufolie von außen verkleidet, selbstklebende Alufolie, damit die Bienen nicht das Schaumstoff rausnagen können. Und das habe ich jetzt ganzjährig im Volk, bei mir auf Position 1, gefolgt dann von den ganzen Brutraumrähmchen und zu guter Letzt kommt bei mir dann als Abschluss eine Futtertasche rein, die ich dann auch alukaschiert habe wieder. Und so ist der Aufbau dann in meinem Volk. Bei der Arbeit mit dem Sheet ist es ja so, dass wir das Sheet bewegen, dann die Brutwaben, alles ran an Sheet und dann wieder abschließen mit dem zweiten Sheet, in meinem Fall mit der Futtertasche. Und somit wandert das und später dann halt nur beim Auffüttern. Zum Winter hin möchte ich dann, dass die Futtertasche dann an der Wand sitzt als Abschluss und dann das Brutnest und das Bienenvolk dann daran sitzt und dann von außen mit dem Sheet abgeschlossen wird. Das ist so meine Wunschvorstellung. Aber da feilen wir noch dran. Zu den Schieden kann ich nichts sagen, nicht viel. Sie eignen sich wunderbar, wie ein ganz normales Sheet halt auch zum Einengen. Ob wir jetzt eine erhöhte Wärmereflexion dadurch haben oder wirklich damit die Wärme auch im Brutnest halten können, das müssen wir uns einmal anschauen mit einer Wärmebildkamera. Ich versuche euch da nachträglich dann noch Bilder zu organisieren und diese werde ich dann auf dem Instagram-Kanal posten. Wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr dem Ganzen einen Daumen nach oben gebt. Lasst ein Abo da, einen netten Kommentar und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.